Achtung! Diese Sendung beinhaltet grundsätzlich falsche Antworten, die vom Moderator selbst als richtig gewertet wurden. Die von den Kandidaten genannten Antworten sind als Unterhaltung gedacht und sollen nicht ernst genommen werden. Genau 3 Monate sind vergangen, seitdem die Premiere einer außergewöhnlichen Quizshow auf Kanal Autismus gelaufen ist. Heute, am 7. Dezember, endlich die zweite Folge von Das große Exit Cartoon Quiz. Seid ihr bereit, Peppa, Caillou und Dora? Bin Caillou, Caillou, das bin ich. Los geht's. Kategorie Fernsehen. Und wir fangen mit unserem Champion aus der letzten Folge an. Caillou. Glaubst du wirklich, dass Thomas Gottschalk am 25. November Wetten, dass zum allerletzten Mal präsentiert hat? Nein. Natürlich nicht, Caillou. Die nächste Sendung wird am 17. Mai 2025, also einen Tag vor seinem 75. Geburtstag, um 20.15 Uhr live im ZDF ausgestrahlt. Diesen Termin dürfen wir uns schon mal merken. Kategorie Medizin. Dora. Warum bekommen immer mehr Menschen Wadenkrämpfe? Attraverso della musica navidena. Durch Weihnachtsmusik. Richtig! Durch Lieder wie Last Christmas oder The Power of Love bekommt man, je nachdem, wie oft man solche Lieder im Radio und so weiter hört, leichte bis starke Wadenkrämpfe. Sollen die Wadenkrämpfe allerdings zu stark sein, dann lasst euch besser mal krank schreiben. Tipp von Dr. Pillemann: Esst am Tag 2 Packungen je 200 Gramm Ferrero Rocher so bewusst, wie ihr könnt. Kategorie Weihnachten. Bleiben wir mal beim leidigen Thema. Peppa Wurz. Frage. Was? Warum magst du kein Weihnachten? Weil ich dich gleich als Currywurst braten werde, wenn du dich sofort aufhörst, meine Show zu stehlen. Das wird mir jetzt schon so blöd. Und mache mit Caillou weiter. Caillou, welches Duo sang den Song Last Christmas? Modern Talking? Richtig! Hier eine Kostprobe. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special, special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save you from tears, I gave it to someone special, special. Oh. Okay, genug Wadenkrämpfe. Bleiben wir beim Thema Musik. Welches Duo sang den Song You're My Heart, You're My Soul? Richtig! Noch Fragen? Nein? Gut! Kategorie Film. Peppa, wen hat Gargamel im Film Die Schlümpfe 2 nach Paris entführt? Ich weiß es, ich weiß es! Mein kleiner Bruder Schorsch. Richtig! Gargamel, der böse Zauberer, hatte keinen Bock mehr, die Schlümpfe zu ärgern und suchte aus einem anderen Zeichentrick-Universum ein neues Opfer. Und zwar dein kleiner Bruder Schorsch, welches dort als defekte Alarmanlage im Schloss dienen muss. Aber warum dieser Titel Die Schlümpfe 2 heißt, weiß bis heute keiner. Ich weiß es! Okay, Caillou, warum heißt der Film trotz des abweichenden Inhalts Die Schlümpfe 2? Weil Gargamel die eigentliche Hauptrolle spielt. Richtig! Warum also immer nur neben der Schlümpfe stehen, wenn man auch die Hauptrolle spielen kann? Kategorie Politik. Dora, wer ist aktuell Präsident der USA? Jack Nicholson. Richtig! Hier ein Beweisfoto. Jetzt, wo wir das geklärt haben, kommen wir jetzt zur neuen Kategorie Exit Allstars. Diese Frage gilt an alle 3 Kandidaten. Welcher der 11 Hausbewohner der multifunktionalen Unterkunft ist für seine Telefonstreiche bekannt? Caillou.
Superhand? Falsch, du Witzbold. Die richtige Antwort lautet A-Frosch. A-Frosch? Kategorie Zukunft. Dora, wo siehst du Greta Thunberg nach ihrem Gaza-Statement im Jahr 2024? In El Asilo. Im Arbeitshaus. Richtig! Sie wird am 22. August von Richterin Elisabeth Vogler vom Menschengerichtshof wegen Hoch- und Landesverrats in besonders schwerem Fall zu lebenslangem Arbeitshaus verurteilt. Viel Spaß bei deiner 140-Stunden-Woche, Greta. Mindestens übrigens. Solltest du auch dort weiterhin Propaganda für die Hamas betreiben, dann darfst du auch nicht schlafen. Kategorie Mode. Pepper, warum hat Deichmann während des Black Fridays für Frauen keine Schuhe von Adidas im Angebot? Weil ich sie alle gekauft habe? Falsch. Du bist als vierjähriges Schweinchen nicht einmal geschäftsfähig. Dummes Arschloch, Moderator. Okay, dafür ziehe ich dir zwei weitere Punkte ab. Beleidigungen sind seit dieser Folge übrigens strengstens verboten. Und nun zum Punktestand. Pepper minus 2, Caillou plus 2 und Dora plus 4. Und jetzt kommen wir zur Finalfrage für Dora aus der Kategorie Architektur. Dora, wird das Brandenburger Tor in Berlin jemals von der orangenen Schmierfarbe befreit werden? No! Nein! Absolut richtig, Dora! Du bist unser neuer Champion! Muchas gracias! Vielen Dank! Die nächste Sendung findet frühestens am 4. Januar statt. Trotzdem fröhliche Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und beten wir, dass danach die letzte Generation in die Bedeutungslosigkeit verschwindet. Gleiches gilt auch für die Bild-Zeitung. Tschüssikowski.